muss man das Nichtgesagte zwischen den Zeilen auch sich selbst aussprechen lassen. Und ich finde, einer, der das auch besonders gut kann, ist Joachim Ringelnatz. Deswegen ist auch jetzt Lachen erlaubt. Denn ja, ich habe eins gewählt, das für mich auch mit der Lyrikgesellschaft zusammenhängt, denn es trägt den Titel Leipzig. Die Berge sind so schön, so erhaben, aber es gibt ja keine. Wo hier zwei Menschen sind, ist keiner allein. Über manche Leute, die jemand begraben, lache ich beinahe mich selber zu Tode. Fast alle Sachsen sind sächsisch. Sie zeigen sogar, dass die Pariser und die Londoner Mode vor 2 Jahren eigentlich auch sächsisch war. Bei deiner Großmutter bin ich gewesen. Es tut einem weh. Sie nagelt die 70-jährige Stiele an Besen und trinkt, weil das jetzt am billigsten, Blutreinigungstee. Sie hat eine alte Kommode, wertvolles frühes Barock. Ich klärte sie auf und denke dir, sie unabwehrbar schenkte sie mir. Trug sie persönlich mir heimlich nachts ins Hotel, in den 3. Stock. Was nun mit ihr, was mit der Kommode machen? Genug für heute. Ich bin so müde gefragt. Es ist doch billig, über die Sachsen zu lachen. Der müsste selber ein und würde kein Sachse sein, der einmal recht ihre Vorzüge sagt. Ja, und jetzt noch ein Gedicht, das auch in einem gewissen Zusammenhang damit steht, denn die Anspielung ist gewollt. Es trägt den Titel Leistungsanspruch. Mit Leistung kannst du dir die Liebe nie verdienen. Doch bemühen kannst du dich um sie, weil die Frage bliebe, ob sich die meisten diese denn auch leisten können, bedingungslos als Grundeinkommen. Verkaufen kannst du dich dabei, nämlich nur schlecht. Da macht sie dir durch deine Rechnung einen Strich. Denn Liebe lässt nur echt sein. Gelten. Ja, Welten liegen oft dazwischen, was einer denkt, machen zu müssen und tatsächlich machen muss. Doch was ist dann im Laufe der Weisheit letzter Schluss? Vielleicht, dass man am End erkennt, dass man's doch viel rentabler fänd, wenn man sich selbst, statt zu verkaufen, lieber auch verschenkt.